Ihr habt ja euer Masterstudium geplant. Wie ist es dann wirklich abgelaufen? Und was würdet ihr rückblickend anders machen? Ich habe mir gedacht, ich fange an. Weil ich hab nur die zweite Phase von der Frage ist bei mir noch nicht erreicht. Also es gibt nur keine Rückblicken, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Und es gibt nur die idealisierte Version von Vorausblicken. Und ihr könnt mir dann sagen, wo ich vielleicht ein bisschen zu blauäugig bin. Also bei uns auf der Philosophie, rein curricular, ist es so gedacht, dass es 2 Jahre dauert, also 4 Semester. Und die Idee ist prinzipiell, du hast 1 Jahr lang Zeit, also 2 Semester, dass du nur Lehrveranstaltungen besuchst. Und ab dem 3. Semester solltest du an der Masterarbeit denken. Das heißt, im Idealfall schaut es so aus, dass du jetzt nur mal 1 Jahr Zeit hast, dich wirklich zu spezialisieren und die Idee für die Masterarbeit herauszukristallisieren und dann das zweite Jahr damit verbringst. Spezifische, von dir selbst gewählte, also du wirst dann ein bisschen freier, Seminare, die was für das Thema deiner Masterarbeit relevant sind, besuchen, während du die Seminararbeit schreibst. So, ich glaube, das ist so ungefähr die Idealversion und das finde ich eigentlich ein extrem intelligentes Konzept an sich. Also ich finde, die Idee ist super. Also du hast damit Zeit, dass du spezialisierst und dann Zeit zum Schreiben. So, Wunschdenken. Ich glaube, das ist so, das ist das, was sie für die wollen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die, wirst im Idealfall, wenn du das rangehst, dass das halt in echt selten so ausschaut. Also ich merke es bei vielen Freunden von mir, was im Master sind, dass das einfach nicht so ist. Und also ich verstehe halt auch einfach, wann es schwierig ist, dass einfach mitten in deinem Master, jetzt fängst du ja eigentlich im Master oft erst an, wirklich zu spezialisieren und dann sollst du auf einmal mitten im Master bereits dich so spezialisiert haben, dass du ein ganz spezifisches Thema herausfiltert, an dem du arbeiten kannst in deiner Masterarbeit. Dann sollst du ein Betreuungsverhältnis finden, Betreuerinnen und Betreuer, die was das widerspiegelt, dein Interesse. Ich glaube, da kommen dann die ersten Schwierigkeiten auf. Also auf das bin ich jetzt schon gespannt, wie es bei mir ausschauen wird. Aber ich glaube, idealerweise, also angedacht wäre es in die Richtung und finde die Idee ganz gut. Und jetzt ist die Frage, wie schaut es wirklich aus? Ich glaube, die Idee mit dem Curriculum zuerst mal anschauen und durchlesen ist eine sehr gute Idee. Ich habe das leider nicht so gemacht. Ich habe mir einfach im Vorlesungsverzeichnis ein paar Vorlesungen rausgesucht, die mich sehr angesprochen haben und die einfach besucht. Aber das Problem ist, an der Mathematik gibt es 7 verschiedene Master und da stückelt sich dann der eigene Master aus diesen 7 verschiedenen Gruppen heraus. Und mitten im Studium bin ich dann eben drauf gekommen, dass ich doch vielleicht da noch 2 SDS brauche und da noch vielleicht 4 oder so. Und die Vorlesungen dann so raussuchen, dass sich das genau ausgeht, ist ein bisschen mühsam. Das heißt, sich zunächst mal genau überlegen, was brauche ich denn alles und welche Vorlesungen geben mir wie viele CDS und welche gehören wo dazu, ist gleich eine ganz gute Idee. Ich möchte vor allem an dem, was die Franzis gesagt hat, gerne noch anknüpfen, weil das ist das, wo ich gemerkt habe, dass das wirklich wichtig ist, auch im Masterstudium, eben dadurch, dass man mehr Eigenständigkeit oder dass einem von einem mehr Eigenständigkeit verlangt wird, ist eben eine gute Planung sehr wichtig, speziell einfach auch aus dem Grund, weil man mehr Freiraum hat oder Freiheiten im Masterstudium als im Bachelorstudium, in welcher Reihenfolge man nun die Lehrveranstaltungen absolvieren möchte. Und ich habe mir dann auch immer zu Beginn des Semesters genau das Curriculum angeschaut und mir hat es sehr geholfen, dass ich mir sozusagen mehr oder weniger Ziele gesetzt habe für das Semester, für das Jahr und mir mehr herausgeschrieben habe, welche Lehrveranstaltungen ich gerne in dem Semester bzw. Jahr absolvieren möchte. Und das hat dann mehr oder weniger ganz gut oder so funktioniert, wie ich es mir tatsächlich vorgenommen habe. Das Einzige, das habe ich hier auch vorher schon angesprochen, was ich im Nachhinein dann vielleicht ein bisschen anders gemacht hätte, wäre, dass ich mich hätte früher umschauen können nach einer Masterarbeit, da das eben, wie gesagt, bei uns manchmal doch ein längerer Prozess ist, bis man ein geeignetes Thema findet für die Masterarbeit. Deswegen ist da auch ganz gut, wenn man sich da wirklich auch die Zeit dafür nimmt und möglichst früh schon damit beginnt. Ja, ich wollte was zum direkten Übergang sagen, also gerade zum ersten Mastersemester, denn da war es bei mir wirklich chaotisch.
da ich so über die tagesaktuelle Zulassung mich überschreiben habe müssen, weil die Bachelorarbeit, die habe ich natürlich als letztes abgegeben, also Ende September. Dann gab es halt einen Monat Zeit zum Korrigieren und dann hat aber das neue Semester schon angefangen. Das heißt, ich war nirgendwo eingeschrieben. Ich konnte mich zwar anmelden, aber halt meine Chancen standen nicht so gut. Da habe ich im Master dann eher Glück gehabt, weil die Gruppen kleiner waren, also die Anzahl nicht ausgereizt wurde. Das heißt, ich bin dann doch noch überall reingekommen, wo ich reinkommen wollte. Aber es kann halt gut passieren, dass da manche Seminare dann einfach überfüllt sind und du nicht reinkommst, weil du noch nicht im Master eingeschrieben bist. Das heißt, da hat es mir die Planung so ein bisschen zerlegt, weil ich gehofft hatte, dass sich das alles ausgeht. Ist dann zum Glück doch gut gelaufen. Aber ja, das war auf jeden Fall mit Schwierigkeiten behaftet. Und dann die weiteren Semester, wie schon gesagt worden ist, auf die Masterarbeit schon ein bisschen vorkonzentrieren, kann dann teilweise sogar schwierig werden, wenn gerade in den Semestern nicht die Lehrveranstaltungen angeboten werden, die einen vielleicht interessieren. Also in der Philosophie ist es häufig so, dass sich die Lehrveranstaltungen von Semester zu Semester ändern. Und wenn das Gebiet, was dich gerade interessiert, letztes Semester dran war und jetzt arbeitet gerade keiner dazu, dann muss man entweder warten oder schauen, dass man irgendwo anders die Information herkriegt. Also da ist dann auch wichtig, Eigeninitiative zu zeigen und nicht zu warten, bis das irgendwann doch wiederkommt, sondern auch zu sehen, gibt es irgendwelche vielleicht Lesekreise oder andere Gruppierungen, wo man sich anschließen kann, damit man da gemeinsam ein Thema vielleicht untersucht, erarbeitet und sich dann selbst drauf spezialisieren kann. Bei mir ist es irgendwie gleich gegangen oder mir geht es nicht immer gleich, dass ich irgendwie im Bachelor die ganze Zeit die Sachen gemacht habe, die mich am meisten interessieren und mir am meisten Spaß machen und dann komme ich drauf, dass ich eigentlich jetzt mittlerweile ungefähr 20 ECDS gar nicht verwerten kann, also die haben wir auch gratis gemacht und extrem viele Module noch offen sind, die ich nicht gewusst habe, dass die noch offen sind. Und das ist so ein großer Grund, warum ich jetzt nicht mehr im Bachelor bin. Und ich finde, und da finde ich, da kommt irgendwie so eine Gratwanderung rein. Weil auf der einen Seite ist es natürlich nützlich und ist natürlich ratsam, wenn du dich da tatsächlich am Curriculum orientierst, aber es darf halt auch nicht. Das darf halt, oder finde ich, es wird halt auch nicht überhand nehmen. Also wir haben ja beim letzten Mal schon über das geredet. Es ist so, am Ende des Tages sollst du einfach ein kompetenter Researcher sein oder eine kompetente Researcherin. Und ob du 20 ECDS gratis gemacht hast oder nicht und dafür ein Semester länger brauchst, ist das ganze Welt komplett wurscht. Wenn du mit dem Master fertig bist, das Einzige, was du kennen musst, ist, dass du gut bist in dem Gebiet, was du machst. Und ob das jetzt ein Jahr dauert oder zwei oder drei oder vier, ist die ganze Welt komplett egal. Es ist dir vielleicht nicht egal, aber der Rest der Welt mit Sicherheit. Das heißt, wenn du mal ein bisschen länger brauchst und dafür irgendwas machst, was dich interessiert, ich würde sagen, mach das, weil du sollst einfach besser werden. Das ist der Punkt. Deswegen machst du deinen Master. Philosophie ist ein gutes Beispiel. Weil der Punkt ist so ein bisschen, ja, gratuliere, jetzt hast du einen Bachelor in Philosophie, durch den du ganz schnell durchgekommen bist. Und jetzt? Das ist so, was du hast. Also irgendwie, du musst halt. Es ist schon dein Job, dass du irgendwie drauf schaust, dass du halbwegs kompetent bist in dem Bereich. Und da darfst du aber auch mal Sachen gratis machen. Ich finde, das ist nicht notwendigerweise ein Fehler. Das darf nicht Überhand gewinnen. Mich ich jetzt nochmal so eine Zeit vom Anfang vom Master irgendwie zurückversetze. Es war halt so, dass ich musste nebenbei halt auch ein paar Auflagen nachholen, weil ich davor, ich hatte gesagt, eigentlich Profi studiert und deswegen für den Übergang, den KSA-Master, musste ich ein paar Bachelor-Veranstaltungen aus Kreis auch nachholen, aber ich konnte nebenbei natürlich auch schon Master-Lehrveranstaltungen belegen. Und also ich gebe es zu, eigentlich am Anfang habe ich mir halt auch, also bevor ich angefangen habe zu studieren und auch mich für die ersten Lehrveranstaltungen anzumelden, habe ich auch mir wirklich das Curriculum angeschaut, den Studienaufbau angeschaut und aber so eine wirklich langfristige Planung hatte ich eigentlich noch nicht. Also ich habe irgendwie erstmal festgestellt, okay, es gibt halt relativ viele Lehrveranstaltungen, die man am Anfang frei belegen kann und dann erstmal so ein bisschen schauen, okay, in welche Richtung will man gehen. Und erst so im Prinzip, so ab dem dritten Semester, sollte man so ein bisschen genauer, okay, überlegen, wie sieht es jetzt aus mit der Masterarbeit. Und bei uns gibt es halt auch so, ja, drei Lehrveranstaltungen, die man eigentlich dann halt am Ende macht, wo es auch so eine Voraussetzungskette gibt, dass man erstmal ein paar Lehrveranstaltungen belegt haben muss, um überhaupt diese anderen belegen zu können, also starten zu können. Und ja, bis zu diesem Zeitpunkt, dann muss man schon so ein bisschen konkreteren Plan haben. Aber ich gebe es zu, so wirklich mehr Gedanken habe ich mir. Ich habe mir wirklich am ersten Semester erstmal gedacht, okay, dann schaue ich mir mal an, was es gibt.
welche Lehrveranstaltungen finde ich voll interessant, welche kann ich eigentlich sofort machen. Und also nicht, dass ich dann natürlich auch irgendwie zu viel von einem Punkt mache, aber da habe ich noch ziemlich frei ausgesucht und beim zweiten Semester habe ich mir das ein bisschen genauer angeschaut und ja, spätestens im dritten Semester war das dann so, okay, vielleicht sollte ich mal wirklich mal überlegen, okay, was hat das für Schlussfolgerungen, wie sieht es dann aus, was kann ich dann im nächsten Semester machen, weil es gibt halt wirklich so eine so einige Voraussetzungsketten und ja, irgendwann mal fangen natürlich dann auch die Profs an zu sagen, ah, Sie sind schon im dritten Semester, was haben Sie denn vor, also was haben Sie denn vor zu machen bei der Masterarbeit? Und dann ist man so, darüber habe ich mir eigentlich nicht wirklich Gedanken gemacht. Und es gibt, wie gesagt, dann, also ich schweife ganz kurz aus, aber es gibt halt bei uns, das heißt das Feldpraktikum, wo man halt auch so wirklich so eine kleine Feldforschung macht, was bei der KSA auch wirklich so ein wesentlicher Teil des Studiums ist und auch überhaupt von diesem Fach. Und das findet halt jedes Semester, also jedes Semester werden zwei davon angeboten und da will man natürlich auch ein bisschen schauen, dass man auf etwas stoßt, das einen wirklich interessiert. Und manchmal kann man so ein Jahr im Voraus planen, manchmal halt nicht. Und also ich hatte das Glück eigentlich, dass zum richtigen Zeitpunkt was angeboten wurde, was mich wirklich interessiert hat, weil ich irgendwie, ja, also ich konnte ein bisschen vorausahnen, dass es dann auch angeboten wird, aber es hätte auch anders ausgehen können. Und also am besten ist schon, dass man sich vielleicht, ja, im Prinzip von Anfang an eigentlich mehr Gedanken dazu macht und sich mehr so was Langfristiges ausdenkt. Aber ich kann nur sagen, im ersten Semester war es bei mir noch nicht so. Und ich glaube, bei vielen anderen auch nicht.